Vom Entwicklungslabor hinaus aufs Gleis hieß es für ein Team der IK Elektronik am 3. Märzwochenende 2022. Dank der Unterstützung des Fördervereins Historische Westsächsische Eisenbahnen e.V. konnte am Bahnhof Schönheide Süd ein spezieller Versuch für Funkübertragung durchgeführt werden. Hierzu wurden drei historische Waggons des Vereins mit Antennen sowie Sende- und Empfangstechnik ausgestattet. Zwei Lokomotiven standen zur Verfügung, um diese nun zu bewegen. Die Rangierlok V10 und die Rangierlok KÖ2. Ziel des Versuchs war der Test der Funkübertragung im Eisenbahnumfeld. Die gewonnenen Daten wurden dokumentiert und dienen nun als Grundlage für spätere Entwicklungsarbeiten bei IK Elektronik. Um möglichst viele Messdaten zu sammeln, mussten Loks und Waggons immer wieder neu positioniert werden. Dies funktionierte reibungslos dank der erfahrenen Mannschaft des Fördervereins rund um den ersten Vorsitzenden Marco Drosteck. Nach reichlich 4 Stunden waren alle benötigten Daten gesammelt und der Rückbau der Versuchsanlage konnte beginnen. Ein recht herzliches Dankeschön geht an den Förderverein Historische Westsächsische Eisenbahnen e.V. für die Ermöglichung und Unterstützung des Versuchs. Ein Link zur Website des Vereins befindet sich unten in der Videobeschreibung.